Hin und wieder launchen Spiele ziemlich unfertig. Okay, nee, eigentlich fast immer. Warte, ich fange neu an. Hin und wieder launchen Spiele komplett fertig, ohne dass sie jemals gepatcht werden müssen. Über so ein Spiel reden wir heute nicht. Kennt ihr WW3? Kam 2018 mal raus, war komplett hin, wurde zurückgezogen, bekommt nun seinen Return. Nach 3 Jahren Optimierung geht World War 3 nun am 25. November in die Close-Beta-Phase, in der sie bis zum geplanten Release im März bleiben wird. Also was ist World War 3? Ich bin eigentlich nicht der Mensch, der gerne Spiele vergleicht, aber ich denke, ich kann es vom Hören sagen und sehen ein wenig wie ein Arschloch beschreiben. Wenn Call of Duties und Battlefields sich ganz doll lieb haben, kommt ein Storch vorbei und schenkt ihn in den Dritten Weltkrieg. Da habt ihr World War 3. Aber halt im entferntesten Sinne. Also tatsächlich ist World War 3 mehr als das. Kennt ihr die Leute, die etwas mächtig verkacken, nur um dann richtig stark um die Ecke zu kommen und alle zu schocken mit wie großartig sie sich verändert haben? So könnte World War 3 sein. Alles, was ich mir bisher zu diesem Spiel angesehen habe, wirkt so unglaublich auf einem vielversprechenden Stand. Kann man schon sagen, bin schon ein bisschen gehypt drauf. Ich werde einfach mal auf ein paar Punkte eingehen, um euch zu zeigen, was ich meine. Waffen sind quasi so customizable, wie ich sie bisher noch nirgendwo gesehen habe. So ziemlich alles, was du dir vorstellen kannst, ist hier machbar. Nur bleibt WW3 hierbei auch irgendwie realistisch. Sagen wir, du entscheidest dich dazu, ein Trommelmagazin auf eine SMG zu packen, ne? Und grundsätzlich, das Ding so böse auszustatten, dass es aussieht, als hätte es eine Diät verpennt. Nun ja, da funktioniert sie auch so. Waffen und Spielergewicht, wie zum Beispiel durch Körperpanzerung, effekten eigentlich sogar deine Bewegung. Auch beim Charakter. Richtig. Klar, kannst du dir einen Helm tragen und 5 Brustplatten. Bist halt nur ein Marshmallow danach. Und nein, alles was nicht zu Panzern geht, wie zum Beispiel Gesicht, Hals oder wie auch immer, sind nicht beeinflussbar. Bedeutet, du bekommst keine extra HP, nur diese Stellen deines Körpers sind halt einfach geschützt. Auch hast du Waffenaufsätze dabei, bedeutet, du kannst sie on the fly ändern. Hierbei wird auch ganz klar auf Realismus gesetzt. Okay, also wann und wie können wir spielen? Das Spiel geht wie gesagt am 25. November in die Close-Beta-Phase, die könnt ihr euch auf der Homepage für schlappe $15 sichern. Gibt aber auch noch mehr Packs mit anderen Skins, Blueprints und so weiter. Besagte Close-Beta wird bis zum März kommenden Jahres gehalten und dort geht sie dann in die Open-Beta-Phase. Im Anschluss darauf wird World War 3 free to play. Yay, Konfetti. Okay, wichtige Frage. Gibt es Tanks? Ja, es gibt Tanks. Für alle Fans von Fahr- und Flugzeugen? Yep, gibt es. Es gibt Panzer, Buggies, Quads und ja, auch Helis. Bin gespannt, wie die gebalanced sind. Hat da so PTSD von einem ganz bestimmten Spiel, über welches wir hier nicht reden wollen? Battlefield-Fahrzeuge sind broken as f***. Jedenfalls gab es damals Rumors zu einem Spielmodus, der noch nicht in Entwicklung war. Ich habe leider kein Gameplay dazu gefunden, was mich glauben lässt, dass es noch leider zu keinem Release dazu kam. Es wurde wohl an einem Recon-Mode gearbeitet, der irgendwie ranky sein soll und vom Spielstil etwas in die Tarkov-Hunt-Richtung gehen soll. No joke, finde diese Art von Spielstil unglaublich cool. Auch wenn ich glaube, dass Hunt diese Art von Spiel durch sein Sounddesign auf ein anderes Level gebracht hat, kann ich mir vorstellen, dass ein Modern-Day-Shooter auch richtig hiermit punkten kann. Ich weiß, Tarkov ist auch ein Modern-Shooter, aber wenn du all diese Modi in einem Spiel hast, wäre das einfach wahnsinnig nice. Okay, hier noch ein paar schnelle Hardfacts. Es gibt Sprinting, Sliding, Leaning, Hinlegen, schnelle Sprinten, so viel zum Movement. Maps sind nach echten Orten der Welt gebaut, weniger wertiger Qualität. Es gibt ein Tactical Ops Game Mode, das wäre dann 20 gegen 20 und es gibt ein Team Deathmatch, das wäre 10 gegen 10. Es gibt Strikes in Form von Recon Drone, Artillerie und Luftangriffen. Es gibt Maps für Moskau, Berlin, Warschau, oh mein Gott, wie spricht man das aus? Smolensk und Poljani? Ich denke, ich habe jetzt Hausverbot in diesen Ländern. Hier habt ihr noch ein paar PC-Specs. Am besten ihr pausiert das Bild einfach, wenn ihr euch das genau durchlesen wollt. Und ich denke mal, das war es tatsächlich auch erstmal von mir. Ich bin auf jeden Fall super gehypt auf das Game und werde das Spiel hier massivst auf dem Channel vertreten. Also falls ihr Bock habt, davon mehr zu sehen, so wie Infos, Patchnotes, Gameplays und so weiter, seid ihr hier genau richtig. Lasst einfach ein Sub da oder sowas. Und ansonsten, falls ihr es live sehen wollt, bin ich jeden Tag auf Twitch unterwegs. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und ansonsten, ja Leute, sehen wir uns am 25. Bis dann.